Fortschritt wird gespeichert. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station fest saß. Okay. Wird das jetzt nicht so drauf passen? Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon drei Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Nennt man schon Spiel. Warum rastet bei mir die Musik so aus? Gucker. Fällt er uns auch? Nee, doch nicht. Frachtraum. Der Frachtraum. Waren wir hier nicht gerade schon? Ja. Frachtraum. Gleiche Frachtraum. Nur haben wir jetzt einen Gast hier. Ein Gast? Da. Süß. Der ist doch wie so eine Actionfigur in so einem Feld drin. Wie er sich freut, so, yo. Jetzt kann ich mich noch nicht befreien. Aber wenn ihr dann unten seid, dann befreie ich mich. Denn das ist die Spiellogik. Na, dann runter geht's. Der hat seinen Arm verloren. Der hat seinen Arm verloren. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Ah, wir haben zu früh geschossen, glaube ich. Jetzt, ja. Jetzt müssen wir abhauen und rennen dabei. Ja, den hab ich gezeigt. Also eigentlich die Arme hier, die Beine sollen nichts schießen. Das sind eins davon. Geht die nach oben? Du als erstes. Hab ich nochmal verlangsamt? Dein Bein noch regenerieren musstest. Und ich dich dann noch verlangsamt habe. Das ist Nummer 2. Keine Zeit hier. Die kommen sogar hier rennen. Ich öffne die Tür. Und hier. Was machst du hier? Im Gebrauch? Wie im Gebrauch? Aber weil weil die Tür offen ist noch. Jetzt kann ich das machen. Ich muss überleben. Weißt du, einfach hier an der Start stehen und jetzt halt ballern. Lieber! Keine Chance mehr.
Haben keine Stasis mehr. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Stimmt so, Tron. Der One-Hitted. Was? Der One-Hitted? Mhm. Na dann. Okay. So, die Tür zu. Das können wir direkt anmachen, das hier. Oh. Super. Rechts. Dort. Ich die Status. Oder dann können wir mal aufbauen, wenn wir. Machen lieber. Ah, der Penner hier hat die fette Schuss angefangen. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Da der zweite. Da haben Sie Geduld. Ah, lieber. Noch lieber. Schon, oh mein Gott. Oh! Scheiße. Der kommt von links, einer kommt von links, ich kann nicht da ist mehr. Er lässt mich nicht durch, der Dicke! Ah. Noch einer! Mach auf die Tür! Lass los, 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 rein, 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 rein! Nice. Easy. Gott, ich hasse diese Dinger. Keine Muni mehr. Okay. Es waren drei, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Ja, da gehen wir hin. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Einmal trinken. Nächster Halt. Kommandoturm. Kommandoturm. Keine Money mehr. Also, das ist schlimm. Also, war eine der schlimmsten Stellen für mich mal wieder. So, der Tier wieder. Achso, da ist auch noch. Oder was haben wir da für ein Kiel für die Karte? Ah, aber noch gar nicht, okay. Müssen wir das Tier machen. Okay. Die Bank. Umatge. Konische Steuerung. Schlüssel zum Kommandoturm. Audiolog. Tut mir leid, Tucker. Oh mein Gott, ein Audiolog! Oh mein Gott! Wir haben es hier mit einer Szenario 5 Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Oh, Entschuldigung. Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Und jetzt nicht schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Du wirst es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Alles klar. Was für ein aggressiver Typ, ey. Konische Streuung. Das ist eine Shotgun, kannst du ausmachen. Ich hätte nicht altbetreut, nicht gerade. Ich habe gut meine Lebensreserven
aufgebraucht. Warum habe ich hier zwei Fruchtzwerge mit? Explosionsmodul. Aktiviere Explosion mit letzter blöden Schuss. Alles klar. Nee, nee, danke. Gut. Und jetzt Ups. Dann gehen wir weiter. Ja, Captain. Ups. Ich hab den fallen lassen, versehentlich. Tja. Kann ich dich wieder aufheben? Nein. Kommt das halt wieder. Aber da wird dann, sag ich mal, sehr wenig Ressourcen gefunden haben dadurch. Ah, kack. Wir wetten genau hier hinter, ist bestimmt so ein Ding. Schuss habe ich dann eigentlich. 70 Schuss für das Team. Oh, 70 Schuss. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dann tat es noch um einiges. Das ist optional, die Kommandoturm, das ist optional, was wir jetzt hier haben. Ja. Mit extra Loot. Da kann noch nicht aufwachen wird. Ist ja gewalttätig, trotzdem so einfach. Machen auch nix. Ich hab Sound, aber die machen nix. So, Mordgel. Dafür haben wir ihn prügelt. Ich habe Energie-Dingens erkriegt. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. The army now. Soll ich es hier behalten? Die Explosion? Ah, ich nehme mit. Hab dich! Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Pass auf, da ist auch einer. Unter dir auch einer. Kontamination registriert. Karate aktiviert. Slasher, ja? Das war Spider-Man! Der ist nach oben geflogen! Hinter dir kommt einer. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Aua, links, aua, zwei! An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich drehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde! Locker. Ja, den halt. Ich möchte alles lieber. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäne. Ah! Der hat gegen das Fass geschlagen, was ich in der Hand hatte. Hi.
sammeln wir Munition. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Achtung, Kontamination registriert. Gucker. Irgendwie bin ich zu langsam. Ich bin zu langsam gerade, ich bin eine. Ich glaube, er erwischt noch. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Hinter dir. Noch welche? Au, 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 au. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Gucker. Ich hab doch früher gedrückt. Oh, ich hab die Munition mehr jetzt. Ja. Kotzi! Kotzi, wovon wo bist du? Hier unten war ja. Oben. Ja, unten. Ja. Bei mir. Ja, genau bei dir jetzt gerade. Regelung aktiviert. Automatisches Gehen. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Liegt hier noch Stuff? Stuff. Nö. Ey, was das? Hier ist jetzt so ein blöder Dings. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Über uns. Oh, vom. Suche. Finde meine Feinde. Ich hätte das auch gerne, aber dann habe ich das nicht. No smoking. Buckle. Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn sie es finden. Erledigt! Yeah.
Schon wieder geiler. Für sparsam mit der Munition. Ja, mit den Chinesen arbeiten. Na dann, in den Arm mit. Eine helfende Hand. Ja. Bei einem können wir auch gerne Stasis einsetzen und den zusammenkloppen. Arm und ein Schuss. Der hat mir den Arm geklaut. Geschäfte, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Doch. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Nur du, steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Wir sind smart. Edwards hat eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Ich ein bisschen nervig. Wie soll ich das machen? Wie lange braucht denn der Bot, um zurückzukommen, ey? Der Bot ist aber noch nicht bei mir zurückgekommen. Oh, Mann. Wollen wir Verbindung über Bord brauchen? Ja. Hab ihn getötet. Für ein Geräusch hier was brauchen. Oder was? Der ist da jetzt durch den Schacht. Ne, warte mal, der kommt hier hoch. Treten! Aua! Treten! Ihn! Tode! Ich bin jetzt noch nicht drin. Zip. Bot, ich würde gerne, dass du zurückkommst. Oh, hier. Wie lange brauchst du? Nice. Drehmodul. Wolf, warm, 12. Ich hänge hier fest. Ist nicht mehr. Na, hat nie unbedingt. Ich häng schon wieder fest. Hallo? Alter! Erst blöde Bäume und jetzt diese Spinne, ey, ist ja nervig. Aber gibt es eine Ansage, wie lange der Bot braucht, um zurückzukehren? Nein. Weil der ist doch genau neben dem Ding in CW. Oh. Gott.
Ja, stimmt ja. Welle 2. Ich sammle mir die Dinger wieder. Die lege ich mir hier oben hin. Obwohl, da ist. Da ist ein Schacht, da oben ist ein Schacht. Ich glaube, ich habe mich jetzt damals hier unten positioniert. Ja, ich glaube, da unten ist so ein Schuss. Weil hier ist nur aktuell nur da und vorne raus kann man ja kommen. Hier ist ein Scav-Artefakt. Nehme ich mir gleich auf. Du hier noch. Kann ich jetzt runterfallen lassen? Oder ja, ist das so einfach. Kann ich so aufhören. Nervig, dass du das Medikit direkt einsetzt, wenn das Inventar voll ist. Na gut, dann benutzt du meistens nur das, was du brauchst, auch. Ich hab sowieso auf Markt gehen, ey, das ist ja. Da gab Vivian. Oder mit Scuff. Sie necke. So. Scuff-Artefakt. Erzähl mir deine Geheimnisse. Offizier-Log CDA Valerie Deeds. Die Stürme auf dem Planeten bereiten allen Arbeitenden schlaflose Nächte. Alle Crewmitglieder müssten auf Knopfdruck verfügbar sein, um Shuttle zu den Grabungsstätten und zurückzufliegen. Seit wir die erste Ladung Artefakte an Bord brachten, herrschte eine angespannte Stimmung innerhalb der Crew. Einige Crewmitglieder wurden aufgrund von Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen zur Krankenschätzung geschickt. Noch schlimmer ist, und das trotz gegenteiliger Befehle, dass ich den Verdacht hege, dass die Crew Einzelheiten zu unserer Fracht an anderen Mitarbeitern ausgeplaudert hat. Diese Gerüchte verschärfen die Situation nur, und ich werde ein solches Verhalten auf meinem Schiff nicht dulden. Na denn? Dann lügen wir. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ja, nur eine Seite. Ich kann mich nicht links einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Ja, rechts bei dir. Ja. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Computer. Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Man sieht sich. Oh. Alter, ist er voll geflogen. Funktion registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Booker. Rechts. Rechts mit dir. Muss gerade nachladen. Rechts von uns, Bombe! Bombe! Die Bombe! Lieber weg. Gut, Bombe. Achtung! Eigentlich mit Panik. Registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Was ist denn das für ein Matschgeräusch da oben? So lieber. Alter, war da. Bei den Liebern. Da ist noch einer. Hinter dir. Aua. Noch ein Lieb, wollen wir noch. Gleiche Welle, gleich.
Okay, warte, wie geht's da? Wo ist das wieder? Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Bei uns gewesen? Ja, du musst siehst du, wie Verbindungen sind gerade? Die müssen alle miteinander verbunden sein hier. Also alle müssen jetzt einfach brutzeln. Also da kann in der Mitte nur der mit den eins weiter. Er kann allerhöchstens könnte nur er daran sein. Akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Okay. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, ja. Dietz! Dietz! Hat Attacke umgebracht schon. Tod Dietz. Nein, der dich da runter. Ich möchte gerne noch hier unten treffen. Danke. Okay, keine Medikit ist mir egal. Hier ist jetzt nichts mehr. Okay. Mal gucken, nachladen, nachladen. Munition. Nice. Du fährst ja hier mehr Fahrstuhl als das andere Spiel. Sechs-Lok gefunden. Weißt du, ich wollte niemandem schaden. Ich wollte nur leben. Das war alles, was ich wollte. Leben. Ich wollte leben. Wie? Hat geklappt. Komische Wünsche, die man wieder hat. Normal. Leben? Was fänden Sie schlimmer, Backerl? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst, sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und kein Geheimversteck. Also meine Drohne ist bis jetzt immer noch nicht zurückgekommen. Zumindest kam noch keine Anzeige. Aha. Na, ich komme. Erster. Wurde lootet vorher. Da war nur ein Schubfach. Ich habe eine Wasserflasche, willst du was trinken? Sie was trinken? Baby! Nee, Hund! Sauer auf mich? Ja. Er kann sich fassen, dass du nach unten gegangen bist. Ah, da. Nee, er ist auf mich sauer. Fett. Aua. Fett.
erfolgreich gut erledigt. Stell dir vor, bist du Nekromorph und wir sind zwei Wahnsinnige da und schlagen auf dich ein, ey. Ah, mein Zuckerbot ist doch zurückgekommen. Wow. Richtig viel. Kleine Medikits, ey. Warte mal, du hattest diesen Stangzweig gehabt, oder? Ich glaube, das ist jetzt gar keinen mehr. Ich habe einen hergestellt, habe ich einen benutzt? Noch nicht. Wo ist dann meine Stange hin? Der ist nicht im Inventar, sondern ist ein spezielles Inventar drin. Ja, ich weiß, aber müsste er nicht nur einmal stehen? Da steht bei mir nullmal. Ich stell mal eins her. Da steht dann nämlich einer. Safe. Die Kids sehen wieder ganz gut aus. Ja, ich probier doch mal aus, ne? Eine Sache. Ob jetzt sicherlich wieder scheiße wird, egal. Vier Schaden austeilen. Meine Herzanzeige ist voll mit Schaden. Ich bin mal ganz kurz hier drüben nochmal. Lass hier mal kurz den Bot. Der ist oben. Ja, oben, wenn du da anziehst, zeigt er drei paar Pfeile nach oben ins Zelt. Warum explodierst du, Junge? Gib mir deinen Arm. Als ob du deinen Bot schon schneller gekriegt hast als ich, ey. So, jetzt habe ich. Ich habe einen Schraubendreher. So, jetzt habe ich keinen. Sag mal, Einzelschuss mehr im Gewehr. Nur ein Schottky. Schottie halt jetzt. Na, ich bin zufrieden mit dem. Welche Etage müssen wir? Ganz ich glaube die 3, oder? Ganz normal. Zur Spitze. Hallo. Sind die tot? Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Okay. Team, wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Aus dem Grund schießt du dich jetzt ab, ja? So, jetzt ist eine Ruhe. Verstehe ich das richtig? Warum ist hier so viel. Achso, hier ist auch wieder ein Kampf, oder? Ja. Ja, jetzt, wenn wir wieder Geduld bekommen haben, dann müssen wir zurückrennen. Mist! Der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Der Schlüssel stimmt, könnte ja bei seinen Habseligkeiten sein. Ja. Ist zumindest einen Blick wert.
Nummer 3 oder Nummer 2 ins Wald. Würdest du Nummer 3 oder Nummer 2 machen? Aussuchen war? Bei Fahrstuhl? Ich wollte 2 oder 3 machen. Genau, ja. Dann ist es Nummer 2. Ich warte da, der Schlüssel. Für Loot. Edward Zugang Schlüssel. Barlet. Oh, ja. Der Schlüssel hier unten und ein bisschen Loot. Okay. Irgendwas, wenn wir in die dritte Etage fahren, was ist da? Ah, hier müssen wir wahrscheinlich dann. Ja, dann ist die Schlüssel jetzt von denen. Gib uns alle deinen Loot. Eldorado. Shield. Career Letter. To the Stars. Enlist in the STAF. Achso, climb the career ladder. Achso, da meine Waffe davor. Ich sehe nur career ladder. Was willst du? Gib uns alle ein Loot. Oh, WC, Männer und Frauen. Ah, alles weg. Einmal nachladen, einmal schauen. Medizinische Hilfe. Wenn du dich heilst, heilt mich auch ein bisschen. Bist du was? Feuerwarte-Clip. Es hat gedauert, aber ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. Es wird Zeit, dass du zu uns stößt. Oh oh. Ich bin slow. Ich auch. Quatschen, weil hier Copyright Probleme sind. Hier ist Copyright, okay, alles klar. Wir sind hier die Größten. Ich verstehe den, warum. Wir wollen weiter zocken. Wir wollen hier voll die Besten sein. Ich renn noch mal rum, ob hier noch irgendwo Stuff rumliegt. Und dann sind wir bald hier weg. Die nehme ich mit, ich nehme dieses Explosionshaus mit und dann geht's hier ab. Das hab ich in der Hand und es ist weg. Ich bin enttäuscht, wieso ist das weg? Wieso, wieso ist es weg? Jetzt werden wir kämpfen um unser Leben rennen und bald sind wir am Checkpoint. Und werden die Besten sein. Wir werden hier weiter rennen. Rennen werden wir. Und wir werden die Gänge erkennen. Da ist ein Gegner. Der denkt sich so, yo, ich komm hier aus dem Vent. Aua. Kotzt er auf dem Boden. Das ist, wo er stirbt, ist er wie ein Splitter. Ah, meins. Ich habe diese Stase. Es hängt in dieser Wand fest. Ah, die sind in der Wand. Die sind in der Wand. In der Tür sind die. Ja, die können weg. Nur uns kommen. Ist hier irgendwo ein Wind? Ja, hier.
Nee, die hängt immer noch fest. Nee, die laufen jetzt nicht in die Wand. Es ist despawned. Jetzt sind sie wieder weg. Na dann, wir sind bald am Ende. Lass uns hier lang gehen. Und B drücken, ob wir richtig sind. Oh mein Gott, er kommt genau vor dir. Ah! Ah! Hilfe! Ah, Bombe! Die Bombe! Hinter mir? Alter! Hallo, der läuft an dir vorbei, um mich zu töten! Das ist der Fies! Wie im echten anderen Spielen wollen die mich töten! Und wieso wollen die mich nur haben, diese kleinen Penner? Wir sind jetzt hier. Heißt, oh, ich habe jemanden schreien. What? Ah, ganz schön viele! Ah, ganz schön viele! Body. Autsch. Die Bombe! Du hast die geschossen! Super, ich hab die geschossen. Ah. Die Bombe! Der Captain. Aua! Aua! Dieser Penner! Dieser Penner! Der ist ein Penner! Dieser Penner! So, wir treffen uns hier auf der Brücke. Danke! Ich bin tot. Leidig. Du hast mich heldenhaft gerettet. Ich bedanke mich dafür. Scheiße. Alles nicht schnell, Junge. Alles nicht schnell, Junge. Alter, holy shit. Noch mehr. Alter, was macht der unten da? Wo sind die da unten an? Oh, Speedy und alles. Ich hab Einschuss abgegeben. Ich hab Einschuss abgegeben, ja? Ist er da bei dir hochgestorben? Ich habe dreimal drauf geschossen auf ihn. Ich habe auf ihn geschossen. Diesen Typ. Und dann ist er voll gestorben. Weil er ein kleiner Penner ist. Dieser Penner hat keine Chance gegen unsere tolle Meisterhaftigkeiten. Wir fahren runter. Und das war's. Hier. War's einen Blick wert? Ja, Chaka hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut, ich gehe jetzt zur Achternsektion und sehe mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es keine Schrottmühle. Wo ist hier ein Medikit? Medizinische Hilfe, Feuerrate, Clip, Nachladen, Schaden. Kann man sich einen Suchbot, kann man sich einen zweiten Suchbot bauen? Nein, den kann man nur finden. Gib mir mal den letzten Slot, dankeschön. Spieler verbrauchte Erste-Hilfe-Pakete heilen auch den Partner. Ich hab den Munitionsaufsatz. Was habe ich hier drinne? Was? Scheiß auf medizinische Hilfe. Ich möchte elektronischen Schuss haben.
müssten rein theoretisch hier weiter mit dem Zug fahren. Das ist ja einfach nur so, ey, ihr könnt hier aussteigen, wenn ihr wollt. Ja, es wird eine optionale Funktion hier. Ah, okay. Ihr könnt hier aussteigen, wenn ihr wollt, aber ihr könnt hier direkt weiterfahren, wenn ihr wollt. Okay. Super Bot wartet auf der Bank. Full House. So, viermal Munition gemacht und das war's dann erstmal. Wolfram halt. Ah, 89 Wolfram, ich bin reich. Zeigt nur noch 9 Schuss und nicht mehr 8 Schuss. 10 Schuss. Hallo? Spiel. Ah, okay. Ach so, und jetzt kann man da angeben. Wir wollen in die Achterstation, oder? Ja. Ein Achterdeck. Weil da unten die Shuttle Bay ist. Shuttle Bucht. Öffne die Pforte. Öffne die Tore unserer Belagerungswerke. Konstruktion und Reparaturen. Dass sie das so ansagen müssen, wenn wir kurz davor sind, nicht immer schon da sind. Akustische Signale rüsten auf Ressourcenlager in der Nähe hin. Dankeschön, Spiel. Na dann, Roboter. Such mir Stuff. Oh, guck mal, was hier ist. Kuschelt. Öfter drücken. Also öfter drücken? Ach so. Ey, ist er behindert. Wenn da steht bei dir im Rücken halten, dann steht halten. Wenn da steht nächste, wird dann halt gespammt. Okay, viel Munition hier diesmal. Was ist das für mich? Unsere Roboter sind weg. Ne, wir sind hier unten bei mir. Vor der Tür. Ja. Tatsächlich, was macht ihr denn da? Ich trampfe Fischraum sauber. Ach, war aber irgendwie zwei. Die werden sich in Ruhe lassen. Warum denn zwei von denen? Weil wir im Koop sind oder was? Nee, es sind immer zwei. Ich hab. Deswegen halt das Teil. Ab dem Punkt ist ein Haster spielen. Ich habe die Crowshare gefunden und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Kiste Remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Alter, okay. Ich versuche mal ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Nerd. Da. Oh.
Stasishilfe. Das war, dass die Stasis stärker wird oder dass die Schüsse ein bisschen wenn man Glück hat, ein bisschen starst werden. Für den ersten Schwierigkeitsgrad ist okay. Man stirbt zwar heftiger, aber es ist okay. Nein, die Lichtstelle war für uns schrecklich gewesen. Bam! Lukas Röhrsturm? Schlimmer für mich. Hallo? Also. Noch einer. Lieber. Mehrere Lieber. Ja, rechts, die sind da hinten, die sacken da hinten wieder. Remote-Platine gefunden. Auf dem Schiff in der Mitte. Der ist tot. Der sackt da hinten. Der ist tot da hinten, ne? Eine Bombe! Keine Ahnung, wo die Bombe ist, die sehe ich nicht. Denkt wie da drüben. Da oben habe ich sie nicht gesehen, die Bombe. Bei mir. Das ist mein... Jetzt! Ja, gut, muss ein bisschen was für dich. Noch einer? Bei dir? Über uns an. Was? Ja, ist über uns da. Dabei leuchten sie. Komm weg runter. Ich zeige dir hier uns leicht Munition. Unendlicher Spawn oder was? Ja, wir müssen halt ein bisschen. Bin ich aber okay, weil die sind schnell zu besiegen. Wenn es nur Explosionen Leute sind, dann können wir hier farmen. Das ist durch nach oben. Ja, wir. Vorsicht, der gleich kommt da raus, der kommt gleich raus. Der ist gerade reingegangen. Ja. Der leuchtet gerade. Seine Alterbeule habe ich gerade durch die Wand. Gerade. Da kommt er. Kleines Medikit. Okay. Ich muss ein bisschen. Ich muss der mitkommen. Ja, ich könnte genau ist aber noch hier. Echt? Bei den Lastenauszug geht er alleine. Weil er halt nicht unbedingt eine richtig große Ladebildschirm ist. Das ist quasi ein Raum. Oh, hallo, Lieber. Hinter dir, pass auf. Die Pumpe! Ups, da. Guck mal, da. Gut, gut. Hinter dir. Die Pumpe! So, kannst du auf mit Wurf hier oder nicht? Nö. Dann.